Hallo meine Lieben, willkommen zurück hier in der Einzelhaft bei The Escapists. Ja, was ist passiert? Ihr wisst es wahrscheinlich noch, wir wurden ertappt, beziehungsweise unser Fluchtversuch. wurde festgestellt, dass wir hier den Lüftungsschacht, beziehungsweise die Abdeckung entfernt haben. Und deshalb sind wir in der Einzelhaft gelandet. Ja, wir werden uns deshalb heute damit beschäftigen, hier zu gucken, ob unsere Gegenstände noch im Lüftungsschacht liegen. Um Gottes Willen, bitteschön, lass es so sein. Und zum anderen, ob unsere Waffe noch in der Toilette liegt, die wir ja abgelegt haben, vorsichtshalber. Ich weiß schon warum. Naja, auch wenn mich viele immer so ein bisschen übervorsichtig bezeichnen oder als übervorsichtig, ich weiß schon warum. Ja, gut, sei es drum. Wir machen einfach mal weiter. Ich wünsche euch immer viel Spaß hier am 26. Tag. Und wir gucken mal, was dieser Tag heute so mit sich bringt. Außer neuen Trouble wahrscheinlich. Ja. Ich meine, jetzt kann ich auch wieder durchsucht werden. Jetzt ist es ja auch völlig. Ah, meine Uniform ist aber jetzt auch weg, ne? Also, der Uniform. Meine verbesserte Gefängnisklamotte. Naja. Was soll's. Und meine Aufträge sind natürlich auch weg. Schade. Aber gut. Ja. Mike und Elio. Ja, wie gesagt. Moment, wieso war denn Alexander? Ich meine, nach so einem Einzelhaftdingens dachte ich, wäre Two of Superglue. Ja. Davon haben wir nämlich selbst genug. Da können wir wohl eine abtreten. Das ist Next Shower Period. Ja, auch das machen wir. Der schon wieder? Immer noch Whitney? Nein! Also maybe, aber eher nein. Find me a candle. Puh. Was war Candle nochmal? Nicht, dass ich es schon zweimal oder dreimal hatte, das Rezept. Das war doch Wire Battery? Oder war es nur Wire Battery? Dann würde ich es machen, weil das sind legale Items, die ich auch in den Tischen immer wieder immer finde. Jupp, alles klar. Machen wir. Gut. Hatte ich jetzt schon geguckt, ne? Ne, beim zweiten hatte ich nicht geguckt, oder? Doch, habe ich auch. Okay. Hier so ein Medikit wäre vielleicht nicht so verkehrt, aber. Ja, wir sind alle Dreck, wir sind alle scheiße, unwürdig und überhaupt. Leck mir im Arsch. Ich geh essen. Frühstücken. Ich glaube nämlich, in der Einzelhaft kriege ich gar nichts. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, ich bin schon sehr gespannt, wie das aussehen wird jetzt. Aber mein Scheiße, jetzt habe ich nicht darauf geachtet, ich brauche einen Schraubenzieher. Oder einen Schraubendreher. Keine Ahnung. Gavin. Nee. Moment, was ist das für eine Waffe? Ach so, okay. So einen gespitzten Kamm. Weiß ich auch bis jetzt nicht, wie man den hinkriegt. Wie macht man so einen gespitzten Kamm? Also so angespitzt, ne? So ein Augenpieken und so. John, was willst du denn eigentlich? Next Morning Roll Call. Ja, sag's mir jetzt. Na gut, aber next ist ja next. Nee, Whitney, du bist das mit. Deine Liaison mit Officer Levi will ich nicht. Da will ich keinen Dreier draus machen. Du bist sowieso zu weit weg. Ja, dachte mir schon. Okay. Okay. Ja, ich wäre soweit. Tschüss. Gut, dann gehen wir mal eben arbeiten. Ja, wieso guckst du denn jetzt schon nach? Ich war noch gar nicht da. Hallo. Mann, Mann, Mann. Ja, dieses Misstrauen, ey. Bin auch gespannt, ob das permanent dann irgendwie was ändert an der Meinung der Officers, wenn ich mal entdeckt wurde. Könnt ihr mal gucken. Holla die Wo. Ah, okay, dich habe ich aber mal verprügelt. Das weiß ich noch, Adam. Also, ich glaube, das macht dann auch Sinn. Oh, Moment, ist es nicht so, wenn die unter einem gewissen Wert fallen, dass die mir dann die Bettlaken abnehmen? Also von der Zelle? Ja, wir werden es gleich mal sehen. Nach der Arbeit werde ich mich nämlich mal daran machen. Keine Frage. Ich fände das ein bisschen assi, wenn es so wäre. Vor allem, da ich nicht weiß, wie man das wieder hoch. Kann man denen auch was geben? Habe jetzt gar nicht geguckt. Ja, stimmt. Denen kann man doch sicher auch was geben, oder? Ein bisschen hier, ne? So das ein oder andere Dollari. Hier. Kann man gucken, ob man die bestechen kann. Kann man die bestechen? Vielleicht komme ich sogar so raus. Hey, Maxi, bleib mal stehen. Ah, nee. Nee, denen kann ich nichts geben. Ah, okay, aber es ist wenigstens nicht das gesamte Personal sauer dann, sondern wirklich nur jener, den ich aufs Maul gebe. Vielleicht verschwindet das auch nach ein paar Tagen wieder. Aber man muss das ja irgendwie auch erhöhen können, oder? Okay, das ist noch hier. Was wollte ich eigentlich gucken? Ach ja. Ach so, ja, Vent ist wieder zu. Ah, das Zeug ist noch da. Ah, Gott sei Dank. Okay. Puh.
Alles gut, alles fein. Ich bin wieder happy. So, jetzt müsste nur noch hier meine Waffe liegen. In der Toilette. Alex, geh mir was anziehen, ey, ehrlich. Hey! Aber wieso denn? Also entweder hat da echt mal jemand runtergespült oder es wurde halt wirklich alles Contraband entfernt. Aber das kann ja gar nicht sein. Scheiße. Ja gut, dann heißt es mal wieder Zellendurchsuchung und was wolltet ihr eigentlich alle? Candle? Okay, da muss ich sowieso... Superglue, genau. Ja gut, das kann ich ja von der eigenen Zelle holen. Habe ich ja genug, wie gesagt. Ah, schade. Schade. Tja. Dann werde ich wohl erstmal wieder mit einer... Einstiegswaffe quasi rumlaufen müssen. So ein Kammmesser oder... Sockmace habe ich ja mittlerweile auch gefunden. Ja genau, siehst du, Socke, Seife, passt schon. Fertig. Ach ja, stimmt. Ach, das hat sogar 3 von 5? Ja, hallo. Das ist doch perfekt, so als Einstieg. Ja, dann. Ja, Superglue hätte ich jetzt noch holen können. Dem gerne mal geben. Das kann ich auch beim Evening Roll Call, wenn es sein muss. Warte, ich Shower und Morning, okay. Ich muss mir das merken, ey. Ich vergesse das sofort wieder. So, wer wird denn so? Joshua und Pierre. Na, okay. Das geht mich nichts an. Ehrlich gesagt. John? Hämmerchen, aber weiß auch gar nicht so genau. Es steht nur als Waffe. Kann ich das echt nur als Waffe verwenden oder was? Eine Pfeile ist auch nie verkehrt. Die haben jetzt nur. Nehmt doch ein Zimmer, ey. Oder sucht ein Buch. Ja, und der mag uns ja so ein bisschen, Joshua. Dem suchen wir definitiv ein Buch. Na gut. Ach Moment, wen hatte ich denn hier noch nicht? John hatte ich, dann hatte ich Gavin nicht. Ja. Bringt mir aber momentan insofern nichts, weil ich ja jetzt nichts rauflegen möchte. Das heißt, dann, wenn ich das jetzt aufschrauben würde wieder, dann hätte ich ja wieder das Problem, dass ich entdeckt werden kann. Das will ich ja nicht. So. Gut. Gut. Ja, nee, ich gucke jetzt nicht wegen Candle, sondern... Genau, Gavin wollte. Okay, Gavin wollte den Superkleber. Den holen wir nämlich jetzt gleich mal. Den kann ich ja im Inventar behalten. So. Okay. Ding, ding, ding. Am Moment, die ersten drei hatte ich doch schon versucht, oder? Ach ja, ich bin ja auch ein Held. Ein strahlender Held. So, Moment, was war... Ach nee, was war Candle jetzt nochmal? Battery und Wire. Okay. Lass mir kurz mal gucken. Ich weiß es nicht mehr. Nee, Candle war offenbar doch nicht... Ach, das zweite war es. Ja, Battery und Wire, okay. Alles klar. Gut. Dann suchen wir mal eine Batterie. Und ein Buch für Joshua, glaube ich, war das. Auch schon gefunden. Es wäre auch gut, das irgendwie gleich hier ablegen zu können, so von wegen... Aha, ich dachte schon, der Kim angelaufen ist, Joshua. Ah, Battery! Perfekt! Wie auch immer das eine Kerze ergeben soll. Aber ist sogar ein legaler Gegenstand. Super. Super. Also ich würde wahrscheinlich jetzt erst einmal gleich alles abfackeln hier. Ist das möglich? Schade. Okay, wer wollte denn die eigentlich jetzt? Die Kerze. Joshua, ja, das weiß ich. Ach, Ricky. Okay. Ich würde jetzt gerne mal... warum? Warum ich? Warum ich jetzt? Jetzt mal... Nein, jetzt mal ganz, ganz ernsthaft jetzt. Warum ich? Jetzt mal... Nein, jetzt mal ohne Scheiß. Hä? Da muss ich echt nochmal reingucken jetzt ins Video. Es wird wohl nicht anders möglich sein. Was? Bin ich mit... Habe ich den angegriffen versehentlich? War ich mit Hack-Modus? Hä? Ich bin verwirrt. What the fuck? Ja, komm, jetzt seid ihr aber schon ein bisschen nitpicky hier, ne? Also komm.
Leute, echt jetzt. Ach, leck mich doch am Arsch. Ich geh pennen, ey. Kein Bock mehr. Was war das denn jetzt? Ich meine, okay, wenn ich ihn versehentlich angegriffen habe, dann, ja, okay, dann tut's mir leid. Das wollte ich diesmal tatsächlich nicht. Nee, warum sollte ich auch? Ich hatte ja keinen Grund in dem Sinne. Keine Ablenkung und so. Aber, also, wenn das jetzt, ich weiß es nicht. Weil normalerweise wird doch nur der Aggressor angegriffen von den Wärtern, aber deshalb bin ich auch stehen geblieben, weil ich mir nichts sagte dabei. Ich wollte noch lachen, so wegen, haha, der lernt's halt auch nie, ne? Aber, I don't know. Ganz komisch. Das war ganz, ganz komisch jetzt. Mann, was für ein Stress hier. Ich meine, ich habe ja auch keinen illegalen... Selbst wenn, die würden das ja nicht sehen, wenn ich es nur im Inventar habe. Meine Güte, ey. Da will man mal wirklich nichts tun. Also niemandem irgendwas Böses und bla bla und kriegt trotzdem aufs Maul. Ich finde das nicht fair. Wo kann ich mich beschweren? Gibt es irgendwo so eine Kummerbriefkasten oder so? Ich suche eigentlich... Genau, Joshua. Du wolltest das Buch, ne? Oder? Ja, gut. Ricky wollte die Kerze. Da. Jut. Du bist doch sicher immer noch mit Officer. Ich will, dass es weggeht. Was hast du denn Feines? Auch nicht wirklich was Prickelndes. It's too hot. Das kann ich gar nicht. Doch, für mich wäre es auch gleich zu heiß. Destroy in the next bitter roll call. Ja, das kann ja auch erst morgen passieren. Das ist ja gut. Das heißt, morgen wird dann... Oh, viel distracted. Ja. Und zwar... Oh, shower period. Ja gut, ich habe ja eh nur meine... Wird mir der Superkleber auch weggenommen, wenn ich... ich meine, ich habe ja eh nur meinen Sockenknüppel hier. Das wäre mir jetzt eigentlich wurscht. Nur... Ja, natürlich. Alexander. Wem sonst? It's too hot! Ei. Ich glaube nicht, dass das jetzt was bringt oder dass das... Doch, die haben abgedreht. Ah, nein! Gott sei Dank war das schon wieder unter 90%. So, wie sieht's mit meinem Intellekt eigentlich? Also, ganz ehrlich, also es fällt ja trotzdem... Moment. Ja, natürlich. Ich war ja in Einzelhaft und ich denke mal, das sind ja dann 2 Tage, die übersprungen werden. Ja, und in den 2 Tagen dann wahrscheinlich fällt das schon auch, ne? Scheiße. Aber Joshua, guck mal, der ist grün. Ich muss dann echt mal gucken, wie viel, also welche Meinung er von uns hat, welchen Wert. Weil wenn die hoch genug ist, dann könnte ich den, glaube ich, sogar mitnehmen. Dann könnte ich euch das auch endlich mal zeigen, wie das funktioniert. Odell, was willst du? Ja, alles klar, machen wir. Pierre, der will auch mal wieder was von uns. Wen mussten wir jetzt aufs Maul hauen? John, ne? William. So, einmal lesen wir noch. Ach nee, wir haben ja noch eine Stunde dann, oder? Bin jetzt bescheuert. Gavin müssen wir auf jeden Fall den Superkleber geben. Das machen wir beim Evening Roll Call. William, Joshua. Ja, das hätte ich gucken können. Eigentlich. Gavin. There we go. Mann, geht mal weg hier, ich sehe doch nichts mehr. Ich will doch nur in Ruhe lesen hier. So, okay, muss reichen, egal wie viel ich jetzt habe. Pierre, was willst du? Odell, für den habe ich doch gerade einen Auftrag angenommen, oder? Wen wollte... Genau, John für Odell. Achso, heute ist gar keine Distraction mehr. John, wer ist John? Odell? John! Ja, das war klar. Scheiße. Ja gut, aber diesmal ist nicht so viel passiert, weil, wie gesagt, so ein Sockmaze oder dergleichen oder so ein Rasierschaummesser, wollte ich schon sagen, so ein Rasierkammklinge-Dingens, das kriege ich ja schnell mal wieder, das ist ja kein Ding.
Wieso kann ich nicht aufstehen? Danke. Servus, Alex. Möchtest du mir mal vielleicht aufs Maul hauen? Ich möchte das nochmal testen. Ich mache jetzt gar nichts. Hallo. Kuckuck. Nee, bist du nicht. Okay. Pierre und Ricky, okay. Was willst du? Next Workout. Ey, was wollen die? Alter, was haben die jetzt mit Distraction? Das ist ja Wahnsinn. Ja, außer ja mit seinem Officer. Das wird auch, glaube ich, auch so ein Running Gag. Ricky hat eine Meinung von 64. Aber ich wollte eigentlich mal wegen Joshua gucken. Aaron, was verkaufst du? Wo ist denn Joshua? Schade, dass die nicht so ein bisschen rausstechen. Ach hier, Joshua. 92! Holy fuck! Moment, ich muss ich irgendwie... Wie war das? Na gut, jetzt bringt's halt nichts, ne? Vorm zu Bett gehen. Ich versuche das morgen mal zu zeigen, wie das ist, wenn jemand mitmacht. Also mitläuft. Wobei, morgen ist auch blöd. Ich meine, ich kann es zwar zeigen, dass er dann mitläuft, aber jemanden niederschlagen haben wir ja gar nicht, oder? Ah doch, schon. Na gut, Joshua, dann machen wir das wohl gemeinsam. Ja, erstmal brauche ich eine Waffe. Erstmal Silber. Ja gut, meine Lieben, dann würde ich sagen, das soll's gewesen sein für heute. Und wahrscheinlich auch... Ich hätte jetzt doch noch Bock aufzunehmen, muss ich sagen. Vielleicht doch noch einen Part? So ein Tag? So ein Tägelchen? Ah, ich weiß noch nicht. Entscheide ich jetzt dann gleich mal spontan. Aber für heute, für den 26. Tag, soll es das gewesen sein, meine Lieben. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal... Ach, ihr kennt die ganze Pose doch schon. Ich wünsche euch... Ja, das auch, aber das mache ich trotzdem immer. Ich wünsche euch natürlich, wie immer, eben einen schönen Tag. Habt eine schöne Zeit. Macht's gut und ciao, ciao.